Könnte das Ende des Euro bald bevorstehen? Doch bevor ich jetzt falsche Erwartungen wecke, in diesem Video geht es nicht um das übliche Geschwurbel der allseits beliebten Crash-Propheten, die mit steter Frequenz jedes Jahr die Apokalypse verkünden. Nein, wir wollen uns mal wirklich faktenorientiert anschauen, welche Risiken genau aktuell auf den Euro zukommen und was das für die Euro-Staaten bedeutet. Warum das Geschwurbel von Visualökonomik Deutsch dem der Crash-Propheten in nichts nachsteht und hier faktenwidrig gegen unsere südeuropäischen Nachbarn und das vereinte Europa gehetzt wird, das werden wir im Folgenden klären. Neue Schuldenkrise könnte Europa treffen, nachdem die EZB ihre Geldpolitik ändert. In der Tat steckt Europa und vor allem Südeuropa bis zum Hals in Schulden. Das war bisher kein wirklich virulentes Problem, denn die EZB konnte seit 2012 einfach eimerweise frisches Geld drucken, mit dem sich die südeuropäischen Länder über Wasser hielten. Aber die Ära des kostenlosen Geldes ist inzwischen zu Ende gegangen. Hier haben wir schon wieder die gleiche Falschbehauptung wie im letzten Video. Die EZB kauft Anleihen aller europäischen Staaten. Und davon profitieren gar nicht mal überproportional die Südeuropäer. Ganz im Gegenteil. Alle südeuropäischen Länder müssen höhere Zinsen zahlen als beispielsweise Deutschland. Es ist also keinesfalls so, dass die EZB eimerweise Geld gedruckt und das an die Südeuropäer überwiesen hätte. Nein, die höheren Zinsen, die die Südeuropäer zahlen, landen bei den Banken bzw. den reichen Privatanlegern, die die Staatsanleihen halten. Wir haben es hier also keineswegs mit einer Umverteilung von Nordeuropa nach Südeuropa oder von den Steuerzahlern nach Südeuropa zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Die Völker Südeuropas erwirtschaften den Profit für Finanzspekulanten und Superreiche. Das ist die Situation, mit der wir konfrontiert sind. Und es anders darzustellen, ist schlicht und ergreifend gegen die Fakten. Wie diese Grafik hier, die eindeutig belegt, dass Italien, Spanien und Frankreich eine wesentlich höhere Zinslast als Deutschland haben, zeigt. Und dieser Zusammenhang gilt seit der Euro-Krise und ist eine klare Konsequenz des Handelns oder eher des Nichthandelns der EZB. Die Europäische Zentralbank könnte jederzeit die Zinsen für alle europäischen Staaten auf dem gleichen Niveau stabilisieren, wenn sie es wollte. Aber sie will es nicht. Eben weil die Banken von diesen höheren Zinsen profitieren. Die EZB macht Politik für die Superreichen und gegen die Völker Südeuropas. Anders kann man das hier nicht interpretieren. Und so wie es Visualökonomik hier darstellt, ist es einfach eine Verdrehung der Tatsachen. Um wieder einzufangen, sind nur Zinserhöhungen nötig und die werden, wie gesagt, nicht nur für die Staaten als Schuldner, sondern paradoxerweise auch für die EZB als Gläubigerin extrem teuer. Nun ja, das Ganze ist nur auf den ersten Blick paradox, nicht jedoch, wenn man das System versteht. Die Anleihen in den Tresoren der EZB haben eine durchschnittliche Restlaufzeit von 8 Jahren und wenn der Zentralbankzins nun um 1% steigt, sinkt der Kurswert dieser Anleihen um ungefähr 8%, was einem Verlust von sage und schreibe 400 Milliarden Euro für die EZB gleichkommt. Jede am Markt gehandelte Anleihe hat nämlich einen festen Zins, der bei ihrer Ausgabe festgelegt wird und einen variablen Kurswert, der dadurch beeinflusst wird, wie viele Zinsen sie abwirft, im Verhältnis zum Zins, den man für aktuell neu ausgegebene Anleihen bekommt. Und da Anleger ja jetzt neue Anleihen mit einem höheren Zins als die alten kaufen können, sind die alten eben weniger attraktiv für sie. Ihr Kurswert sinkt. Ganz einfach, nicht wahr? Das ist aber noch nicht alles. Wenn die EZB den Zins erhöht, muss sie gleichzeitig auch mehr Zinsen auf die Einlagen der Banken bei ihr bezahlen. Bei 1% Zinserhöhung macht dies nochmal 74 Milliarden Euro. Jährlich, versteht sich. So, und da es zur Bändigung der Inflation wahrscheinlich nicht ausreichen wird, den Zins nur um 1 Prozentpunkt zu erhöhen, müssen wir das Ganze noch entsprechend multiplizieren. Und dann Gnade uns Gott. Auch uns Atheisten. Denn schon bei einem Anstieg um 2 Prozentpunkte wären die Bewertungsverluste und Zinszahlungen größer als die Rücklagen und das Eigenkapital des Eurosystems. Mal ganz abgesehen davon, dass die EZB dieses Pseudoproblem auch einfach lösen könnte, indem sie die bescheuerten Zinserhöhungen absagte, die die bevorstehende Rezession hier in Europa noch verschärfen dürften, wäre es kein Problem. Nur weil die EZB-Bilanz ins Minus rutscht, hat das keine Konsequenzen. Mal ganz abgesehen davon, dass die EZB
die Bewertung dieser Anleihen jederzeit in die gewünschten Bahnen lenken könnte. Das heißt, wenn die EZB wollte, dass ihre Bilanz positiv bliebe, müsste sie einfach mehr Anleihen kaufen und die Preise der Anleihen stabilisieren. Beziehungsweise einfach die Preise der Anleihen festlegen. Kein Spekulant würde, wenn die EZB beispielsweise eine Zinskurvenkontrolle einführte, gegen die EZB wetten. Es wäre ohne weiteres möglich, die Zinsen für alle europäischen Staaten für alle Laufzeiten festzuschreiben und somit nebenbei bemerkt auch die eben kritisierten Zinsdivergenzen verschwinden zu lassen. Wenn wir jetzt wie gesagt davon absehen, dass die EZB die Preise der Anleihen, die in ihrer Bilanz liegen, beliebig steuern könnte, ist es trotzdem kein Problem, wenn die EZB-Bilanz ins Minus rutscht, da hier niemand ärmer werden würde. Eine in der EZB-Bilanz stehende Zahl wäre einfach niedriger, ohne dass das irgendwelche realwirtschaftlichen Auswirkungen hätte. Jedenfalls wäre das in der Realität so. In der Parallelwelt, in der sich Visual Economic bewegt, sieht das Ganze dann doch etwas anders aus. Die würden das 20-fache des EZB-Jahresgewinns aus 2021 betragen. Die EZB würde mit ihrem ursprünglich 5 Billionen schweren Portfolio dastehen wie ein Hedgefonds, der sich mit einem gigantischen kreditfinanzierten Schneeballsystem verzockt. Aber keine Angst, die EZB kann anders als eine normale Firma oder eben ein Fonds nicht bankrott gehen. Das geben ihre Statuten gar nicht her. Die verzockte Billion schlägt vielmehr direkt auf den Wert der Einkünfte und Ersparnisse aller Bürger im Euroraum durch. Sie zahlen die volle Zeche. Aber selbst wenn die EZB nicht pleite geht, so büßt sie dadurch gewaltig an Handlungsfähigkeit ein, wird zu einer Zombie-Zentralbank. Grundgütiger. Ich fasse mal zusammen. Die EZB handelt also wie ein Hedgefonds, der 1 Billion Euro verzockt hat und entwickelt sich zu einer Zombie-Zentralbank. All das wird sich direkt auf die Einkommen der Bürger im Euroraum auswirken. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was die EZB tatsächlich gemacht hat. Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm. Moment, ich hab's. Unsere Zentralbank hat auf dem Sekundärmarkt von den Banken Anleihen gekauft und damit die Menge an Zentralbankgeld erhöht, was die Zinsen leicht gesenkt hat. Seit Beginn der Niedrigzinspolitik unter Mario Draghi bewegte sich der Interbankenzinssatz in der Eurozone, nämlich weg vom Leitzins von 0% und hin zum Einlagezins von minus 0,5%. Die Staatsanleihekäufer haben den Interbankenzins also leicht gesenkt. Die EZB hat schlicht und ergreifend das gemacht, was eine Zentralbank nun einmal tut, um das Zinsniveau zu steuern. Dass diese Anleihekäufe nicht nur viel zu gering waren, sondern auch keiner klaren Strategie folgten, um für konvergente monetäre Bedingungen in der Währungsunion zu sorgen, das klärten wir ja schon vorhin. Aber grundsätzlich hat die EZB nur das gemacht, was eine Zentralbank ohnehin tut. Sie hat das Zinsniveau gesteuert. Und hier will Visualpolitik uns allen Ernstes erklären, dass, wenn sich die Wertigkeit von diesen Staatsanleihen in der EZB-Bilanz verändert, dass das dann irgendeinen Einfluss auf die Einkommen der Bürger in der Eurozone hätte. Und da weiß ich jetzt gar nicht, was ich widerlegen soll. Man zeige mir bitte die Kausalität, die von sinkenden Preisen für die Staatsanleihen zu sinkenden Einkommen führen sollte. Mir fällt wirklich keine ein. Das ist der allergrößte Schwachsinn. Und man muss sich wirklich fragen, welchen Crash-Propheten die Ersteller dieses Kanals geguckt haben müssen, um sich so eine Scheiße auszudenken. Ja, aber weiter zum nächsten Punkt. Dem unfassbaren Unsinn, der uns hier gleich über die Griechenland-Krise erzählt wird. Als das Jahr 2012 anbrach, waren Spanien und Italien zu 86% bzw. 126% gemessen an ihrem BIP verschuldet. Griechenlands Staatsverschuldung lag sogar bei über 175%. Und nicht nur das, die griechische Regierung gab jedes Jahr 10 bis 15% mehr aus, als sie einnehmen konnte. Mit anderen Worten,
2012 hatte Griechenland nicht nur eine Menge Schulden, sondern alles deutete darauf hin, dass es auch den kurzfristigen Schuldendienst, also Tilgung und Zinsen, bald nicht mehr bedienen konnte. Demgegenüber waren Spanien und Italien damals noch nicht so verschuldet, dass sie kurz vor der Zahlungsunfähigkeit standen. Ich erspare euch mal den Großteil vom Rest dieses Vortrages, da hier nirgendwo das eigentliche Problem von Griechenland genannt wurde. Die Mitgliedschaft in der Eurozone dieses kleinen südosteuropäischen Landes war bis zur Finanzkrise eigentlich eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Griechenland wies das höchste Wachstum in der gesamten Eurozone auf. Der Arbeitsmarkt, der Immobilienmarkt und die griechische Wirtschaft allgemein boomten. Es lief richtig gut. Doch dieser Erfolg hatte einen Preis, nämlich stark steigende Lohnstückkosten, die die Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Exportindustrie einschränkten, die sowieso schon unter keinen guten Voraussetzungen in den Euro gestartet war, da die griechische Währung wohl zu einem etwas zu hohen Wechselkurs in den Euro umgerechnet wurde. Die Schwäche der griechischen Exportindustrie gegenüber der sehr stark laufenden Binnenwirtschaft zog also fast zwangsläufig hohe Leistungsbilanzdefizite nach sich. Doch dies war so lange kein Problem, wie die Haushalte in Griechenland konsumierten und die Unternehmen investierten, was bis zur weltweiten Finanzkrise der Fall war, die schließlich auch in Griechenland die Vermögenswerte nach unten trieb und die dortige Immobilienblase zum Platzen brachte. Viele Banken gerieten in Bedrängnis und mussten vom Staat gerettet werden, um einen Zusammenbruch des Bankensystems zu vermeiden, so wie das in vielen anderen europäischen Staaten der Fall war. Nun hatte Griechenland relativ hohe Staatsschulden, was an sich kein Problem gewesen wäre, wenn die griechische Wirtschaft zurück auf den Wachstumskurs von vor der Krise eingeschwenkt wäre. Doch jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem von Griechenland: der in dieser Krise begonnenen Austeritätspolitik. Renten und Löhne wurden brutal zusammengekürzt. Die Wirtschaft brach ein, das griechische Lohnniveau sank um knapp 30%. Doch dadurch, dass die griechische Binnenwirtschaft so stark beschädigt wurde, gingen so viele Unternehmen pleite, dass von diesen sinkenden Lohnstückkosten nicht mal die Exportindustrie profitieren konnte. Griechenlands Leistungsbilanzdefizit sank zwar, aber vor allem, weil die Importe einbrachen und nicht, weil die Exporte sich erholten. Man schlug die griechische Binnenwirtschaft also kurz und klein, ohne dass der außenwirtschaftliche Merkantilismus auch nur annähernd Früchte tragen konnte. Ganz im Gegenteil, von dieser katastrophalen Entscheidung hat sich Griechenland bis heute nicht erholt. Die griechische Wirtschaftsleistung liegt heute niedriger als zum Eintritt Griechenlands zum Euro. Die Arbeitslosigkeit explodierte regelrecht. Viele junge Griechen wanderten ab und die Perspektiven für dieses kleine Land haben sich auf Jahrzehnte verdüstert. Doch trotz dieses ökonomischen Desasters, was man durch volkswirtschaftliches Sparen und Lohnsenkungen angerichtet hat, blieb die Leistungsbilanz negativ, was dazu führte, dass die Staatsschulden gar nicht angemessen reduziert werden konnten, solange das Ausland Nettosparer ist und Unternehmen und Haushalte nicht investieren bzw. konsumieren, was sie in einer Wirtschaftskrise nicht tun, solange muss der Staat sich verschulden. Und der griechische Staat versuchte in dieser Situation sogar noch zu sparen, was, wie eben berichtet, diese dramatische Wirtschaftskrise noch weiter verschärft hat. Man schaffte es durch einen Schuldenschnitt und diese brutale Sparpolitik tatsächlich die absolute Schuldenlast von Griechenland leicht zu reduzieren. Aber hier kommt das eigentliche Problem einer jeden Deflationspolitik zum Tragen. Dadurch, dass die Wirtschaftsleistung noch stärker einbricht als die absoluten Staatsschulden, wächst die Staatsverschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Man hat in Griechenland also diese wirtschaftliche Katastrophe angerichtet und damit das vermeintliche Problem, nämlich die hohe Staatsverschuldung, was man beheben wollte, sogar noch verschärft. Die Europäische Gemeinschaft rettete Griechenland, indem sie dem bankrotten Land einfach genug Geld gab, um seine Schulden zu bezahlen. So konnte sich der Euro quasi selbst retten, wie Baron Münchhausen am eigenen Zopf aus dem Schuldensumpf ziehen.
Aber Moment mal, warum sollte der Austritt Griechenlands aus dem Euro bedeuten, dass der Euro verschwindet? Ich meine, die anderen Länder könnten den Euro doch weiterverwenden, auch wenn Griechenland nicht mehr mit von der Partie ist. Zum Teil ist das auch ein sinnvolles Argument. Damals befürchtete man allerdings, dass der Austritt Griechenlands aus der Eurozone eine Kettenreaktion auslösen könnte. Wären die Griechen aus dem Euro ausgetreten, wären andere Länder wie Spanien oder Italien ihnen vielleicht gefolgt. Auf der anderen Seite müssen wir uns vor Augen halten, dass Griechenland eine ziemlich kleine Volkswirtschaft ist. Auch wenn die dortigen Probleme sehr ernst waren, waren sie auf europäischer Ebene kein unlösbares Problem. Und inzwischen wissen wir, dass sie am Ende gelöst werden konnten. Insofern war die Abwägung schon berechtigt. Aber wie ist es heute mit Italien und Spanien? Und auf Basis dieser völlig verfehlten Analyse kann man zu Italien und Spanien erst recht nichts sagen. Alles, was eben berichtet wurde, stimmt schlicht und ergreifend nicht. Die griechischen Staatsschulden wurden nicht zurückgezahlt, lediglich die Gläubiger haben sich geändert. Vorher schuldete Griechenland sein Geld den großen Banken überall in Europa. Jetzt schuldet es Griechenland den Staaten. Ja, nicht der griechische Staat, sondern die großen Bankhäuser überall in Europa wurden gerettet. Und zurückgezahlt ist auch eine mutige Formulierung, wenn man bedenkt, dass die Schuldenlast in Relation zum BIP sich seit der Rettung sogar noch erhöht hat. Auf Basis dieser völlig verfälschten Geschichtsdeutung kann man auch nur völlig abstruse Lösungsvorschläge anbieten, die wir uns jetzt ansehen werden. Den Konkurs abwenden. Die erste Lösung für das europäische Schuldenproblem ist die Inflation selbst, so unangenehme Nebeneffekte sie auch haben mag. Wenn die Europäische Zentralbank beschließt, die Inflationsraten hochzuhalten, sagen wir bei 5-10%, wird das Geld real immer weniger wert sein und mit ihm auch die Staatsschulden. Wie sollte die EZB das denn machen? Die Inflation folgt langfristig den Lohnstückkosten. Diese sind der Quotient aus Lohnkosten und Arbeitsproduktivität. Auf die Arbeitsproduktivität kann die EZB keinen großen Einfluss nehmen. Und die Lohnkosten kann die EZB senken, indem sie die Zinsen erhöht und damit die Wirtschaft abwürgt. Das heißt, nach unten kann sie die Inflation sehr wohl beeinflussen, da sie die Zinsen beliebig erhöhen kann. Aber das ist hier ja gar nicht der Punkt. Hier wird ja vorgeschlagen, dass die EZB für stark steigende Löhne sorgen soll. Anders ist eine dauerhaft hohe Inflation ja nicht möglich. Die Arbeitsproduktivität steigt langfristig um ungefähr 1% pro Jahr, jedenfalls in den meisten Industrieländern aktuell. Gehen wir also mal davon aus, dass das hier der Standard ist. Das bedeutet, für eine Inflation von 5% müssten die Lohnkosten jedes Jahr um 6% steigen. Wie zum Teufel soll die EZB dies erreichen? Welchen Einfluss hat die EZB auf die Lohnabschlüsse der Gewerkschaften? Welchen Einfluss auf die Lohnsetzung der Unternehmen? Wenig. Sie kann durch niedrige Zinsen versuchen, die Investitionen anzuregen. Und Überraschung, genau das hat die EZB seit 2014 versucht. Sie hat die Zinsen auf Null gesenkt, Anleihen gekauft, damit die Zinsen noch weiter sinken. Und was ist passiert? Die Investitionen blieben extrem schwach. Die EZB kann die Inflation gar nicht auf diese hohen Werte bringen. Jedenfalls nicht ohne Unterstützung der Lohnpolitik, aber diese wird hier natürlich nicht erwähnt. Der Notenbank wird hier gemäß dem neoliberalen Dogma also eine Macht zugesprochen, die sie in der Realität nicht hat, da sie keinen Einfluss auf die Lohnpolitik hat, die Sache der Regierungen und nicht der Zentralbank ist. Doch darum geht es diesem furchtbaren Kanal freilich nicht. Es geht darum, Desinformationen zu verbreiten, um den Zuschauern eine neoliberale Ideologie einzutrichtern und gegen das vereinte Europa zu hetzen. Anders kann man solche schrecklichen Videos wie das, was wir uns hier gerade ansehen, nicht erklären. Schlüsse die Europäische Zentralbank, die Inflation nicht oder nur wenig zu bekämpfen, damit der Süden seine Schulden bezahlen kann, würde das auch die Ersparnisse und die wirtschaftliche Stabilität der übrigen Euro-Länder beschädigen. Mit anderen Worten, die Förderung der Inflation wäre eine direkte Bestrafung all derjenigen Länder des Euroraums, die bisher vorsichtig und verantwortungsvoll wirtschafteten. Das sind gerade vor allem die sogenannten Sparsamen, das wirtschaftliche Rückgrat des Kontinents. Zu diesen ach so sparsamen Ländern kommen wir gleich. Aber schon diese Formulierung, beschlösse die Europäische Zentralbank, die Inflation überhaupt nicht zu bekämpfen.
Ja, was würde dann passieren? Die Inflation würde auf die alten, niedrigen Werte sinken oder sogar negativ werden, da die Löhne nicht steigen. Ohne steigende Lohnstückkosten keine Inflation. Die Löhne steigen ungefähr so schwach, wie sie es vor der Corona-Krise und vor diesem Angebotsschock, den wir gerade sehen, auch getan haben. Und wenn die Europäische Zentralbank das Lohnwachstum jetzt durch Zinserhöhungen noch weiter versucht zu schwächen, dann droht uns eher Deflation als Inflation. Zumal der Angebotsschock, den wir gerade sehen, kurzfristig zwar stark inflationär, aber langfristig deflationär wirkt. Ich hatte dazu ja schon mal ein ganz eigenes Video gemacht. Die Prozesse, die hier laufen, sind tatsächlich etwas komplexer. Und es handelt sich hier streng genommen auch gar nicht um eine langfristig wirkende Inflation, sondern nur um einen kurzfristigen Preisschock, der langfristig durch sinkende Realeinkommen und eine Verschlechterung der Terms of Trade sogar deflationär wirkt. Aber wie gesagt, guckt euch mein Video zum Angebotsschock an. Das ist tatsächlich etwas komplizierter. Kommen wir nun zu den eben erwähnten sparsamen vier Ländern, die alles dafür tun, um das vereinte Europa zu zerstören. Und das dürfte anscheinend ganz im Sinne von Visual Economics sein. Mann, oh Mann, was sind diese Nordeuropäer doch für Miesepeter, nur weil sie das ganze Geld verdienen müssen. Muss wohl auch am schlechten Wetter dort liegen, dass sie den armen Südländern nicht einfach ihr Geld überweisen wollen. Aber Spaß beiseite, was da zeitweise an Kritik gegenüber der Haltung dieser sparsamen Länder zu hören war, ist sicherlich nicht ganz unberechtigt, aber doch auch nicht in allen Teilen fair. Tatsache ist, dass diese Länder tatsächlich ihre Hilfe angeboten haben, doch im Gegenzug forderten sie auch etwas. Und nein, es ging nicht um besseres Wetter für alle. Wenn der Süden Hilfe von anderen Ländern braucht, um die Krise zu bewältigen, und ich verstehe das, weil sie dafür wenig finanziellen Spielraum haben, ist es vernünftig, dass wir eine klare Verpflichtung zu Reformen verlangen. Wenn Kredite in Transfers umgewandelt werden, sind Reformen noch wichtiger und eine absolute Garantie, dass sie stattfinden werden, ist notwendig. Mark Rutte, Premierminister der Niederlande. Rutte fordert von den Südeuropäern kurzum, die neoliberale Giftmischung weiter zu schlucken, die überall dort, wo sie angewendet wurde, nur Katastrophen herbeigeführt hat. Am deutlichsten war das ja in Griechenland, das am radikalsten auf Lohnsenkungen und Sparpolitik gesetzt hat und das sich auf Jahrzehnte hinaus von der vom in anderen Europäern angerichteten Katastrophe nicht erholen dürfte. Italien, das seit Euro-Eintritt fast durchgängig Primärüberschüsse erzielte, wurde durch ein extrem langsames Wachstum bis zur Finanzkrise und danach durch einen kontinuierlichen wirtschaftlichen Abstieg belohnt. Und dieses in Dauerrezession und hoher Arbeitslosigkeit gefangene Land darf sich jetzt von arroganten nordeuropäischen Ländern, die alleine durch Merkantilismus, indem sie beispielsweise Italien oder Griechenland zu Netto-Schuldnern machten, anhören, dass es doch bitte weiter sparen sollte. Hier, trink den Schierlingsbecher, so schlimm ist er doch nicht, ich habe ihn dir auch angerührt. Wenn dieser feindselige Zynismus, den Politiker wie Mark Rutte an den Tag legen, weiter hegemonial in der Europäischen Union bleibt, dann wird sie nicht mehr lange existieren, da Spanien, Italien und Frankreich da nicht mehr lange mitmachen werden. Doch bevor ich hier weiter schimpfe, gucken wir uns doch erst einmal den Grund für meine Polemik an. Nämlich die Leistungsbilanzsalden der sparsamen vier Länder. Sowohl Österreich als auch Schweden, als auch Dänemark, als auch die Niederlande haben hohe Leistungsbilanzüberschüsse. Okay, bei Österreich ist er nicht ganz so hoch, aber beim Rest befindet sich das ungefähr auf deutschem Niveau. Bei den Niederlanden reicht der Graph leider nicht weit genug zurück, um vollends klären zu können, warum sie diesen Leistungsbilanzüberschuss haben. Es liegt die Vermutung nahe, dass sie mit einer unterbewerteten Währung in den Euro eingetreten sind, so wie Griechenland und Portugal mit einer überbewerteten Währung beitraten und sich somit schon von Anfang an ihr eigenes Grab schaufelten. Bei Österreich dürfte es wohl am zu langsamen Wachstum der Lohnstückkosten liegen, welches hinter dem der anderen Europäer hinterherhinkte. In Dänemark und Schweden ist die Sache hingegen ziemlich klar.
Diese beiden Länder manipulieren ihre Währung und ergaunern sich somit absolute Vorteile gegenüber den anderen europäischen Ländern und haben so riesige Leistungsbilanzüberschüsse. Dass der Rest der Europäischen Union sich dieses nationalistische, merkantilistische Verhalten gefallen lässt, liegt entweder an der ökonomischen Inkompetenz der EU-Oberen oder daran, dass man eine neoliberale Wirtschaftspolitik und Gefolgschaft belohnen will. Ich weiß es nicht. Die genauen Gründe dafür, warum man diese hohen Überschüsse toleriert, sollen hier nicht erläutert werden. Leistungsbilanzüberschüsse zu machen, bedeutet schlicht und ergreifend, das Ausland zum Netto-Schuldner zu machen. Wenn das Ausland sich verschuldet, ja, dann kann der Staatssektor im Inland auch sparen. Das ist der Grund für die angebliche fiskalische Solidität in diesen Ländern, die im Grunde genommen nur ein Ergebnis einer merkantilistischen Außenhandelspolitik ist. Das Gegenstück zu diesen Leistungsbilanzen kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Griechenland hatte durchgängig eine negative Leistungsbilanz und durfte damit Ländern wie den Niederlanden ihre Überschüsse finanzieren. Die Überschüsse des einen sind immer die Defizite des anderen. Und nur weil die Eurozone insgesamt auf eine merkantilistische Politik wechselte und mittlerweile insgesamt sogar schon Überschüsse erzielt, sieht es nicht noch düsterer aus. Sonst hätte die neoliberale Sparpolitik, die wir seit der Eurokrise sehen, das Desaster, was sich nur in Italien und Griechenland ereignet hat, auf ganz Europa ausgeweitet. Sonst sähe es in ganz Europa so schlimm mit so hoher Arbeitslosigkeit aus. Die Frage ist freilich, wie lange sich der Rest der Welt diesen Merkantilismus gefallen lässt. Die Antwort auf diese auf eigene Interessen bedachte Handelspolitik, die zu Lasten aller anderen Länder auf dieser Welt geht, dürfte zunehmender Protektionismus sein. Wenn wir Europäer so weitermachen, dann ist der nächste Handelskrieg auf jeden Fall nicht mehr fern. Sich also ein Beispiel an diesen sparsamen Vier zu nehmen oder den Währungsmanipulatoren in Dänemark oder Schweden ist der größte Fehler, den man auf internationaler Ebene machen könnte. Ein riesiger Wirtschaftsraum wie die EWU kann nicht auf lange Sicht unter ihren Verhältnissen leben. Jedenfalls kann das nicht gut gehen, weil sich der Rest der Welt irgendwann beginnt zu wehren. Und bei einem Handelskrieg würden alle Seiten verlieren. Wenn wir vernünftige Beziehungen mit anderen großen Wirtschaftsräumen haben wollen, dann müssen wir unsere Leistungsbilanz ausgleichen. Und dann müssen wir uns in einer Welt sparender Unternehmen eines klar sein. Der Staat muss sich immer weiter verschulden, solange die Unternehmen nicht bereit sind zu investieren. Und das sind sie aktuell nicht. Das ist ein weltweites Phänomen, an dem sich wenig ändern wird. Und Merkantilismus kann hier nicht die Lösung sein. Aber wenn man wie Visual Economics seine neoliberale Ideologie hat, dann kann man solche Fakten einfach ausblenden und sie im gesamten Video nicht ein einziges Mal erwähnen.